was gehabt mit der Dust? Aber das ist ja nicht so ein bisschen legendär. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Bevor wir mit diesem Video richtig loslegen, wollten wir erstmal etwas loswerden, denn es ist etwas ziemlich Cooles passiert. Und zwar sind wir nämlich für die goldene Kamera in der Kategorie Comedy und Entertainment nominiert worden, was ziemlich verrückt ist. Ja, warte mal kurz. Goldene Kamera? Ja. Ich dachte, die Nominierung wäre für die silberne Druckerpatrone. Die, was? Nein, goldene Kamera. Ich bin aber gestern die halbe Nacht wach geblieben und habe mir gerissene Wortwitze zu Silber- und Druckerpatrone überlegt. Ja, aber das hier ist... Ich habe Stichpunktkarten gemacht, Mann. Da, das ist die goldene Kamera, da müssen wir jetzt durch, okay? Die goldene Kamera ist tatsächlich ein ziemlich bedeutsamer Preis in der deutschsprachigen Filmwelt und allein dafür nominiert zu werden, ist für uns eine Riesenehre. Und was auch cool ist, ist, dass es ein Preis ist, mit dem man Vampire abschrecken kann, weil es eine Patrone aus Silber ist. Mit in der Kategorie sind übrigens auch noch zwei weitere YouTuber nominiert, einmal Marty Fischer und Julian Bam. Und ich kann euch sagen, dass wenn einer von den beiden gewinnt, dann wäre das nicht so schlimm, weil die machen eigentlich ziemlich gute Videos. Und wir spüren da jetzt auch keinen Druck oder sowas, denn auf der Veranstaltung wird es sowieso genug Druck geben. Druckerpatronenwitz, es ist goldene Kamera. Golden! Die Verleihung ist am 27.09. und das Ganze wird tatsächlich auf YouTube live gestreamt. Falls ihr uns also mental supporten wollt, dann könnt ihr dort gerne einschalten. Das wäre echt Gold wert. Ah! Hä? Ah! Weiter geht's mit dem Video. Na los. Alles in Ordnung, Jay? Immer wieder versuchen schamlose Rabauken, nichtswissenden Omis und Opis und ahnungslosen Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Nicht cool. Mit unglaublich dreisten Plagiaten, welche den Filmen oder Serien sehr ähnlich sehen oder zumindest welche einen ähnlichen Titel haben. So ist uns letztens eine weitere dieser Cover-Imitate über den Weg gelaufen, weshalb es euch dementsprechend wahrscheinlich auch bekannt vorkommen dürfte. Und zwar heißt diese Imitation folgendes: Strange Things 11 Movie Collection. Ah, yeah, son. Hä? Voll nice. Ich mag Stranger Things. Nein, nein, nein. Nicht Stranger Things. Strange Things. Ohne R am Ende. I see what you did there. Nein, das hier ist leider keine Stranger Things Special Edition, bei der es irgendwie nur um Filme über Elfie bzw. 11 geht. Nein, das hier ist der Versuch, euch alle zu verarschen. Wem es bisher nicht aufgefallen ist, es ist nicht nur der Titel, nein, das Cover ähnelt auch dem von Stranger Things. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ein bisschen, sehr viel. Das Gemeine an der Sache ist, dass das Cover hier sogar legit ist. Das Cover sieht nämlich im Gegensatz zu vielen anderen nachgemachten Covers sogar relativ gut aus. Und der Junge auf dem Cover ist tatsächlich sogar derselbe Junge auf dem Cover des Films Eternal Evil, welcher auch auf dieser Movie Collection drauf ist. Ja. Nur haben die Filme in dieser Movie Collection eben nichts mit Stranger Things zu tun, geschweige denn miteinander. Nope, es sind einfach random 80er Jahre Horrorfilme, die kein Copyright mehr haben und dementsprechend auf dieser Disc zusammengewürfelt wurden. Aber, ich meine, Stranger Things spielt in den 80ern und ist so ein bisschen Horror, von daher geht's trotzdem? Nee, es geht nicht. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass sich Leute sogar nicht so sehr darüber aufregen. Im Gegenteil, sie hinterlassen sogar relativ positive Kommentare auf zum Beispiel Amazon. Und die Bewertung ist auch ziemlich gut. Wie geht denn sowas? Ich würde sagen, dass ist wieder einer dieser Strange Things. Aber gut, was für Filme enthält denn diese Filmbox überhaupt? Ah, Filme wie The Hearse, Lurkers, Slipstream, Mutant, Alien Contamination und Eternal Evil? Ah, okay, da sind ja sogar ein paar Klassiker dabei, die man schon mehrere Male gesehen hat. Nicht! Habe ich noch nie gehört. Ne, aber ganz kurz ohne Spaß, Lurkers und Eternal Evil sagt mir sogar was. Aber es gibt einen Film auf dieser Box, den ich mit Abstand am interessantesten finde. Nämlich My Mom's a Werewolf aus dem Jahre 1989. Das klingt für mich persönlich nach einem Film, bei dem wir am meisten auf unsere Kosten kommen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, wir schauen uns den an und gucken, was da so vorkommt. Okay. In diesem Film begleiten wir die Familie Shaver durch ein wirklich haariges Abenteuer. Und nein, damit habe ich nicht diesen unglaublich unerzogenen Hund gemeint. Ob das wohl geplant war, sondern das hier. Fuck, what's happening? Oh Jesus, da kann ich mal Chewbacca mithalten, Mann. In dem Mittelpunkt der Horrorkomödie steht natürlich die Mutter Leslie, die leider den traurigen Stereotyp einer verheirateten Frau lebt. Der Mann interessiert sich nicht mehr wirklich für sie, sondern nur noch für Sport. Oh, thanks, Kai. Und ihre Tochter hat sowieso ganz andere Probleme, zu denen hoffentlich nicht dieser Mann mit Maske gehört. Der scheint mir nämlich nicht ganz geheuer, Mann. Mal wieder alleine unterwegs geht Leslie ein paar Erledigungen nach, wie das Besorgen eines Flohhalsbandes für den Hund, wozu sie natürlich in eine Zoohandlung rein muss. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wie notwendig war es, diesen freshen Typen hier zu filmen, der gerade brand new einen Vogel gekauft hat und nochmal vor dem Laden kurz checken muss, ob das auch wirklich der richtige ist. Aber gut, wenn ich mir so angucke, wie chaotisch es in so einer Zoohandlung zugeht, wäre ich mir auch unsicher, ob ich da nicht gerade einen Fisch in meinem Vogelkäfig sitzen habe. Immerhin scheint der coole Besitzer des Ladens mit seiner Sonnenbrille normal zu sein.
Ja, sag ich doch, vollkommen normal. Und weil er so cool ist, schafft er es sogar, Leslie auf ein Dinner-Date einzuladen, bei der er sie erst hocherotisch küsst und dann einfach wegrennt und sie mit der Rechnung sitzen lässt. Ein wahrer Gentleman und seine Tests gegen Golddigger. Sichtlich verärgert sucht Leslie ihn in seinem Laden auf, aber der Rabauke denkt genauestens zu wissen, was Frauen hören wollen. Would you like a drink? I think I've had enough for one afternoon, thank you. Come on, Bro. Du denkst doch nicht, dass Leslie wirklich darauf reinfällt. Du wickelst sie nicht so leicht um den Finger. Sie ist eine verheiratete Frau. Why don't we make love then? What? Ja klar, warum nicht? Warum liegt hier überhaupt Stroh? Wie oft muss ich das noch sagen? Sie ist eine verheiratete Frau. Oh Mann, Leslie. Ich bin enttäuscht von dir. Er lutscht ihren Zeh. Und beißt aus Versehen drauf? Ja gut, dass dieser Herr hier der Werwolf ist, scheint ja wohl klar zu sein. Und was nach einem Biss von einem Werwolf passiert ist, glaube ich auch allen klar. So starten auf jeden Fall die haarigen Probleme der Familie Shaver. Und zu Leslies Glück sind manche Friseurinnen sehr motiviert. This is gonna be my ultimate challenge. Wie der Film ausgeht und ob die Friseurin die Haarpracht von Leslie wieder unter Kontrolle bringen kann, wollen wir euch nicht spoilern, denn wer weiß schon, vielleicht hat ja der eine oder andere von euch Appetit auf dieses Stück Meisterwerk von einem Film bekommen. Und ich hoffe stark, es schmeckt nicht nach C. Auf jeden Fall muss ich hier wirklich ein Ehrenwort für die Movie Collection Strange Things aussprechen, denn sie wirbt wahrhaftig nicht mit falschen Sachen. Denn wenn dieser Film irgendwas ist, dann ist es strange. Okay Leute, es ist etwas noch nie Dagewesenes passiert. Wir beide und ein Gast haben zusammen gegessen. Das war noch nicht alles. Wir haben auch noch über Filme geredet und dazu könnt ihr ein Video auf Tinseltown sehen. Geht auf jeden Fall mal rüber, das ist ein ziemlich cooles Video geworden. Ist das erste Mal, dass wir sowas machen, so halb Kochshow, halb Filmgeek. Sagt uns, wie ihr es findet und ob ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten hinterlasst ein Abo, vielleicht noch ein Like, wenn ihr lustig seid. Wenn nicht, hinterlasst kein Like. Und ansonsten würden wir sagen, haut ihr Besen. Piesen und guten Appetit. Danke. Ich wollte jetzt gerade für dich. Oh.